weiß. Weil ich time auch, dass wir so ungefähr eine halbe Stunde machen. Warum? Wieso? Weshalb? Ja, einfach nur so. What's happening? Das ist too much professionalism for my taste. I like it though. Good boy. Und damit willkommen zurück bei dieser Folge. No! Wir sind doch nicht die Game Grumps. Das machen wir bei Ace Attorney aber auch. Verrückt. Ist ja auch nicht Game Grumps. Ja, das ist dieses Mats Professionalität. Kann, der ist immer noch hier? Mats ist schon nicht mehr hier. Nee, Robin, der ist schon... Nee, ich meine der Typ. komm her, Hund. Komm her. Hund, komm her. Ich wünschte, Mats wäre einfach immer im Büro. Wieso kann ich mich nicht verstecken? Ach, weil er hier schon ist. Ja, das ist ein bisschen doof. Fuck it, dann renne ich vor. Jetzt bin ich an ihm. Einfach. Ich hoffe, wenn ich jetzt weit genug wegrenne, dass er dann zurückbleibt, weißt du? Weißt du, dass die Musik jetzt ausgeht? Ja, ja, das geht auch. Oh, Scheiße. Ich hatte gehofft, das wäre ein wichtiges Item, das mir weiterhilft. Die Tür zumachen? Was not. Das geht halt so schnell. Ja, das ist so langsam, was und das die sagt halt immer, wenn der Hund dann noch draußen ist, sagt sie, oh no. Ja. Ich habe da oben die Tür noch nicht ausprobiert. Nicht? Nee. Aber die sieht so aus, als gäb's da so... Oh, wait. That worked. Ich dachte, wir hätten hier vorhin schon probiert. Ah, wir sind wieder hier! Nee. Das wäre da, wo das Blut gewesen wäre. Nee. Das kennen wir noch nicht. Wow, that's a horror game floor, if I ever saw one. Das ist ja wirklich weird. Da ist eine Puppe. Oh! Und wir laufen noch einfach in den nächsten Tod. Ah! Mach mal zu, mach mal zu. None of this looks great. Mach mal zu. Und? Come on. Nein, das ruft nur ihn. Warum ist da eine Puppe? Ich will eigentlich nur. Das ist so. Okay. We're fine. Das ist creepy as shit, though. Yep. Also, warum ist eine Puppe? Die Puppe sieht so echt aus, als könnte sich jemand bewegen. Hä? Oh, oh no! Nein, er ist da! Ah! Oh nein! Oh Gott. Das ist bad. Ich hätte in den Schrank wahrscheinlich gehen sollen, oder? Ja, vielleicht. Hier durch? Ja. Oh, warum ist sie so langsam mit Türen aufmachen? Und zumachen. Und Cutscene? Ja, das ist fein. Ah, was? Wow, ist das sogar... Okay, das war vorgesehen, dass man sie nicht los wird. Nee, oder das ist ein Tod. I think. Der stolpert jetzt da runter. Ja. Oh! Hell yeah! Hell yeah! Hund! Helf! Nochmal! Oh, ist das pisst oder was? Nochmal! Nee, ist das noch pisst? Hund! 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 Oh nein, Chewie! Ist es doch ein Tod? Nein! Bist du? Ja! Chewie! Und jetzt du! Rabin! Ja, 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 ja. Ist vor allem gar nicht so tief. Aber tut trotzdem weh. Genug, um dir, glaube ich, was zu brechen. Irgendwas gebrochen, ja. Hell yeah! Get fucked, bro! Okay, wow, aber ist immer noch da. Wie weird, aber wir hätten hier auch hinkommen können, ohne dass er uns verfolgt. Nee, glaube ich halt nicht. Oder stand das im Walkthrough? Nein, 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 ist nur geraten jetzt. Also weil was wäre denn, wenn du dich erfolgreich versteckt hättest? Oder wäre er. Ja, aber habe ich ja schon. Ich hab mich aber bereits erfolgreich versteckt und die Musik ist ausgegangen. Aber er ist halt immer noch da und wenn ich an ihm. Ich muss ja an ihm vorbei irgendwann. Ja. Aber wenn du das quasi erfolg. Oh. Achso, doch, man kann sich hier verstecken. Ach, keine Ahnung. Also ich hatte mich halt schon erfolgreich versteckt und er findet ihn einfach wieder, weil man halt trotzdem in seiner Umgebung dann einfach ist. Das ist dann ja einfach so vorgesehen. Ja, offensichtlich ein schönes kleines Kinderzimmer. Ja, ja. Ich finde, das sieht eher aus, als ob wir gleich in den Hunter's Nightmare kommen. Oh, fucking look at this! Das sieht eher aus wie die Hub-Welt in Demon's Souls. Die Monumentals. Ach so. Okay, ich kann diese Schachtel leider nicht öffnen. Habe ich diese Marionette noch? Nee, die habe ich ja weggetan. Wie so eine Kette von dieser Puppe abgeht. Ja, aber ich glaube, die liegt nur auf dem Boden. Ich kann sein, dass das Perspektive ist. Okay, hier ist der noch irgendwo. Ja, ja, der kommt wahrscheinlich wieder hoch. Ja, also ich habe das Gefühl, das war halt so ein Cut-Off-Point. Aber warum soll die Musik da noch laufen? Guck mal, hier ist die Treppe. Ja. 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 Okay, dann ist das aber extra weird. Aber dann glaube ich halt auch eher, dass es optional ist. Ja, dann kann ich es mir auch vorstellen.
Oh. Das ist wirklich. Also vielleicht schaffst du es jetzt nochmal zurückzurennen, dich im Schrank zu verstecken. Ach nee, ist wieder Cutscene. Ja, okay, es ist eine Verfolgung. Es ist einfach eine Verfolgungsquest, die hier präsentiert wird. I guess. Es fühlt sich nur so weird an irgendwie. We got him! Ich mag das aber, or did we? Dass du halt nicht spielerisch immer sofort weißt, okay, muss ich mich jetzt verstecken, muss ich wegrennen, sondern es entsteht tatsächlich so ein Panikgefühl auch. Ja. Ja, Panikgefühl ist vielleicht zu viel gesagt, aber das ist halt nicht einfach so gamified, dass du denkst, jetzt bist du im Fluchtmodus, jetzt musst du flüchten, jetzt bist du im Verstecken, musst du 5 Sekunden verstecken, du hast es geschafft, sondern du weißt es manchmal einfach nicht. Das sieht man mich jetzt noch? Oh fuck, der sieht mich noch. Aber rennst du weiter und dann passiert da halt was, sodass du entkommen kannst. Kann ich wieder raufspringen? Das versuchst du auch gerade rauszufinden? Mhm. Nee, von ihm so ist nicht. Oder doch? Ja! Na? Go, Huey. Nö. Er bellt nur einmal und sagt, ja, ich glaube, er sieht halt nur, aber ich komme von hier nicht hin. Doch, jetzt macht das, ja. Vielleicht von oben? Oh. Also wow, was ein Satz. Weil wenn er bellt, ist das eigentlich das Zeichen, wenn ich oben drücke, macht er was. Okay. Also ich dachte, du hattest schon oben gedrückt. Die hatte ich auch, aber dabei noch nicht in Position. Okay. Das ist halt ein bisschen fiddly. So, jetzt sind wir einfach Resident Evil 4 hier. Oh, Zugbrücke. Was ist das? Wo führt die denn hin? Das ist ja ein weirder Setup hier. Ich mag aber sehr hinten die Berge und den Wald angedeutet zu sehen. Der Hund kann das bestimmt hier, guck mal, das sieht so komisch aus. Das ist doch so ein dünner Seil, das kann der Hund durchbeißen. Wenn er hochkommen würde, aus der Leiter fällt mir gerade ein. Meinst ja, stimmt, der kommt ist das so ein Aufzug hier, wo man von unten... Ja, das sieht doch voll weird aus, schon, oder? Und warum ist dann hier so eine Brücke installiert? Ja, das ist halt einfach, weil es Old Castle Ground ist, ne? Habe ich irgendwie irgendwas Scheriges? Ich habe, glaube ich, gar nichts, ne? Was nee. Scheriges? Und wenn ich das Dörrin lang genug daran reibe? Aber sie hat auch keinen Kommentar zu den Seilen. Das macht mich ein bisschen stutzig. Dann, also deswegen oder du machst hier unten irgendwas, weil hier ist ja noch irgendeine Mechanik. Was meinst du? Na, hier hinter dem Tor. Warum ist da so, warum ist das so hinter einem Tor, da diese Statue? Ich glaube, das ist nur Design. Ja. Okay. Ich glaube halt, dass ich das nicht benutzen kann, weil der Hund es nur anbeißt. Naja, aber wie sollst du dann da hochkommen? Das ist die Frage. Also, weil... Deswegen glaubst du, dass es ein Fahrstuhl ist, aber ja, ich glaube halt, dass das hier in der Mitte quasi. Mhm. Also nee, aber hier Fahrstuhl finde ich halt super lustig einfach. Aber wir sind ja gerade drunter, ja, deswegen, das ist es nicht. Aber wir haben ja noch viel zu erkunden hier. Ich hoffe nur, man muss da nicht irgendwie spielerisch irgendwas Komisches machen. Das wäre... I know. Wie gemütlich manche dieser Räume aussehen. Absolut, das ist wirklich alles sehr, sehr schön. Demnächst müsste eigentlich auch mal diese Alchemie-Fähigkeit eingeführt werden. Ich kann nicht sehen, es ist ein Sprung im Spiegel. Wer bin ich? Anyway. Tschüss. I'm going to sleep now. Bett nicht verstanden. Ha? Speichern darf man auch. Naja, hat glaube ich nur nichts gefunden, oder? Ich habe eigentlich gar nicht gesagt, dass er was suchen soll. Vielleicht hat er sich selbst geärgert. Au. Oh no, das macht nur Aufmerksamkeit, aber ich hoffe, wir haben jetzt niemanden hinter uns. Aber der hätte ihn bestimmt geholt. Ja. Wenn er jetzt noch da wäre. Oder das könnte sie vielleicht anlocken hiermit. So, ich. Dummerweise bin ich ja auch selbst hier, aber. You know. Okay, hier ist noch ein Safe Room. Nur. Ja, schon kann eigentlich mal. Wertvollster Raum im Horror-Genre. Was halt echt schade ist, finde ich, ist, dass er nicht einzeichnet, was halt auf ist. Und also diese X, was ich glaube, was sind denn diese X-Dinger? Weil hier ist jetzt auch ein X in dem Zimmer, in dem ich bin. Was sind das, die Safe Points? Wahrscheinlich die Safe Points, ne? Dass er halt nicht einzeichnet. Keine Legende. Nee, ne? Es bräuchte halt wirklich das alte Silent Hill-Ding von wir zeichnen genau ein, wo eine Tür ist und welche auf ist. Manche Resis machen das ja auch. Ja. Naja, es gab hier trotzdem immer noch ein bisschen zu erkunden, glaube ich. Ja, du hast hier die Dinger gar nicht. Ist das nicht das Ding, was nach oben fahren würde? Oh. Ja, maybe. Das wäre aber. Also, warum? Agnus Dei. Ich weiß, Dei. Sieht so aus, als ob das der Titel des Dioramas ist.
Agnus, mach mal den Day. Die Sperrdekoration, die offensichtlich als Genrebild. Genrebild? Ich kann versuchen, mich zu verteidigen damit. Verdammt! Bin zu schwach dafür. Ja, aber die Schwerter da sind doch voll hervorgehoben. Oh ja, stimmt. Nicht. Naja, vielleicht ist auch nur die Farbgebung. Wow, das ist really nothing. Hund, kannst du nicht irgendwie dazustellen und dann... Oh, hey. Hey. Ja, na? Hund. Oh, guck mal, hier ist was Kreisrundes, wo ein Hund durch kann. Da kann sie ja auch selbst durch. Quetsch- und Knallgeräusche kommen aus dem Zweifelhaft. Quietsch- und Knallgeräusche kommen aus dem zweifelhaft aussehenden Loch. Alles an diesem Loch schreit, ja, nicht hineingehen. Ja, ja, wir haben ja gar gespeichert. Natürlich, James. Rein da. Oh wow, nicht mal eine Animation. Von hier kommt Quietsch- und Knallgeräusche. Ja, verstehe ich auch nicht. Ist das der Alchemieraum? Also... Was für eine merkwürdige Maschine? Wofür man sie wohl benutzt? Sieht ein bisschen nach was Alchemistischem aus. Here we go. Jawohl. Wähle einen Komponent. Ach du Scheiße, wähle einen Komponent. Drücke X, um Bandrolle zu stoppen. Achso, machen wir mal blau, oder? Farbe. Oh, ich habe gar keine Ahnung. Du weißt gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe letztendlich gar keine Farbe. Das ist... Fuck. Sollst du hier alle quasi weiß machen wahrscheinlich? Weil das in der Mitte weiß ist. Ja, alle wäre Wahnsinn. Hey, you suck at this. Es ist leer. So, was nochmal? Also weiß. Das ist, weil das ist kein Pattern wirklich. Und wenn es ist so lang, dass... Oh, ich habe gar nichts gedrückt. What? Also es weiß auch nicht gut, weil weiß so der Standard ist, wenn man nichts drückt. Ich hätte gedacht, es muss sich einfach an das richten, was in der Mitte ist. Und weiß ist jetzt einfach Zufall gewesen. Fuck. Oh boy, das ist ein komisches. Das ist so fucking schwierig. Ah, weil hier eine Verbindung, man muss die Verbindung schaffen. Remedium. Komm Robin, das geht doch besser. Ja, guck mal. Sedatio. Sedatio. Hier, das hier. Oh, okay. Grau. Jetzt kriege ich keinen Grau mehr hin. Nee. Ich würde einfach nur spammen. Nee, grau soll man noch gar nicht. Okay. Nee, ich glaube, wenn du spammst, kriegst du zu viel grau. Ich habe gerade, als ich. Ich hatte auch nur gespammt. Das ist kompletter Zufall. Quiz. Ja, I guess. So, was haben wir jetzt davon? Wir haben Redemium. Alchemist-Gegenstand. Was mag das bewirken? Was mag das bewirken? Oh, muss man jetzt mal ausprobieren. Ich meine, Sedatio ist ja offensichtlich, wenn man keine Panik. Kies. Weiß ich nicht. Remedium wird ein Heilding sein. Remedy halt. Wobei Quies bin ich mir nicht sicher. Okay, es sind irgendwelche Heilitems, also sticht und ergreifend. Nicht so auf Verwahrung. Maybe. Nicht so, aber ich habe auch Verwahrung gelesen. Nicht so aufregend. Spannend, aufregend, ja. Hier ist etwas geschrieben. Sind das die Quietsch- und Knallgeräusche? Variatio Machina. Ja, genau. Durch die Verwendung eines Medaillons kann man Gegenstände neu... Das hätten wir jetzt vorher gelesen. Der neue Artikel wird grob durch die Farbkompatibilität des ursprünglichen bestimmt. Arbum Weiß wird hauptsächlich zur Schaffung von Objekten benutzt, die von ihren menschlichen Erzeugern verwendet werden. Rubrum Rot wird zur Bildung von Antimon und Magnesium benutzt. Viride Grün wird zur Erzeugung von Medaillons und anderen metallischen Objekten benutzt. Und Viola Blau wird hauptsächlich zur Erzeugung von Opferdarbietungen an Tiere und Untiere benutzt. Tiere und Untiere. Ich glaube, das war dieses Kies, was ich gemacht habe. Perpetuum Machina. Je nach Bedürfnis des Benutzers kann sie Mengen von Antimon, Pulver und Magnesium produzieren. Wenn man nicht die Mittel hat, sich zu schützen, sollte man hier Zuflucht nehmen. Aurelius Belli. Hey, Belli ist einer unserer Verwandten. Ist das so? Naja, wir sind die letzte Erbin des Belli-Schlosses, okay. Heißt es. Laut diesem einen mysteriösen Dude. Ich denke, dass wir doch nur eine zweite Maschine ist, die mir Magnesium gibt, wenn ich keins habe. Nun. Gut, aber dann geht es ja auch, also für Story bringst du es auch nicht voran. Nee, das ist nur für spielerische. Boah, die Karte, ohne irgendwelche Einzeichnung bringt sie wirklich extrem wenig. Ja, zumindest. Ja, mehr. Hier war dann ja nur der Abgrund. Typ. Hier kommen wir her.
kommen wir her? War hier noch irgendwas? Der lange Gang. Ich frage mich halt, ob wir oben irgendwas falsch gemacht haben bei der Zugbrücke. Aber das scheint mir so einer der offensichtlichen Wege, wo es weitergeht. Ja, ja, weiter geht's da offensichtlich. Ich hätte halt am ehesten gedacht, dass es dann einen Schalter irgendwo gibt, der das aktiviert. Oder ja, aber also ich fand, das sah schon echt sehr offensichtlich ausgefranst aus, dieses Seil. Ja, aber ich finde, hier gibt's, also wir haben das eine Gebiet ja untersucht, da gibt's ja keinen Fahrstuhl. Ja, ja. Vielleicht kann also ich es auch einfach haben wir es vielleicht auch falsch interpretiert. Irgendwie diese Säule benutzen, um da hochzuklettern noch weiter. Also vielleicht liegt das Item da oben auf der Säule, weil das ein Hinweis sein soll. Und hier gab es ja auch noch eine Tür, die zu war, hier unten. Ich will noch mal kurz in Ruhe hier unten gucken. Ja, nur einmal hier rumgesprintet. Weil hier die Tür ist zu. Glaube ich. Genau, ja. Nee, aufgeschlossen. Warte mal, geh mal durch. Du hast sie gerade aufgeschlossen. What? How? Ja. Ach so, das ist das. Hey, was? Hier ist der Ausgang quasi, wenn du hier weitergehst, der zu ist. Oh, interesting. Kannst ja nochmal checken, den Ausgang sicherheitshalber, nicht, dass da irgendwas Neues getriggert wird. Naja, wir waren mit dem Hund hier dann nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob da was Neues kommt. Oh, fuck off. Da ist auf jeden Fall irgendjemand. Der Typ ist hier. Du bist gerade runtergefallen. Oh Gott, du gehst mir jetzt schon auf den Sack. Hey, man wird ihn nur temporär los. Hot damn it. Die gleiche Scheiße. Ja, wir sind wieder hier. Vielleicht müssen wir ihn jetzt nochmal bis nach ganz oben locken und er macht dann die Zugbrücke runter. Das ist ja gut, ja. Das wäre sehr intuitiv. Super intuitiv. Dass da die Links, die Wappen schief sind. Habe ich gerade schon versucht. Ist so weird. Zu benutzen. Und dass ich nicht schneller renne, macht mich fertig. Ja, aber das ist, weil ich halt verletzt bin. Who cares? Adrenalin. Adrenalin überschreibt das alles. Ja, das funktioniert das tatsächlich so, wenn ich ganz viel Panik habe, dann wird hier tatsächlich. Ja, yeah, das stimmt. Die Mechanik gibt's sogar. Du kannst dieses Loch. Alchemisten. Da würde schon sagen, stand ja sogar nicht drin, man soll sich verstecken. Aber stand ja da drin. Ja. Ja, da stand da drin, wenn man kein Magnesium hat, dann kann man hier. Weil ich glaube halt, dann bekommt man. Da kannst du aber nutzen. Ah. Get fucked, bro. Hey. This did nothing. Ah. Das hat ihn nur kurz gestunt. So, wenn jetzt eine Leiter hochgehst, kommt er denn Leitern hoch? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ein bisschen schneller. Er sieht nicht so aus, als ob er Leitern klettern können sollte, aber ich glaube, er kann. Ja. Das ist bad news. Aber dann kann er jetzt vielleicht hier oben doch was machen. Wenn du ihn jetzt auf diese Platte lockst oder so. Das wäre absolut Insanity. Das wäre es, aber das ist Haunting Ground. Kannst du das Ding mal für mich aufknabbern? Knabber mal auf jetzt. Aber beim letzten Mal hat ja auch was geleuchtet. Also. Oh, sehr gut, Robin. I'm playing my trap card. Verdeckt. So, Magnesium. Ah. Wow, wie es halt gar nichts macht. Nope. He doesn't give. Also es wird halt andere Feinde geben, wo es mehr bringt. Anyway, gotta leave. Wow. Oh, Jesus, danke, du hast mir voll Zeit gespart. Wir leben noch. Bye. Auf. Alter, du bist einfach tot. Meine Knöchel gebrochen. Jetzt vielleicht ins Loch? Nee, geht wahrscheinlich mal nicht. I think. Go away. Hier kannst du dich ja auch verstecken. Ja. Come on. Oh Gott. Manche, der Hund hat jetzt, ich weiß nicht, vom Hund war, glaube ich, nicht nah genug, damit er sich nicht versteckt aus irgendeinem Grund. Kannst du dich hier oben gucken? Nope. Gut gemacht, Hund. Die Luft ist rein. Wow. Der Hund ist zwar tot, aber ruf ihn mal bitte jetzt nicht. He did. Brauche ich heute einen neuen? Nein. Oh Gott. Ja, was soll ich machen, ne? Ja, komm, warten komm mit, wahrscheinlich. Komm mit. Eine Sekunde mal.
muss mich halt mit dem Hund verstecken, weißt du? Er will halt den Hund. Ja, aber da sehe ich schon sehr, warum das Spiel dann auch ein bisschen kritisiert wurde oder ein bisschen mehr kritisiert wurde als andere Spiele dieses Genres, weil das ist schon, also, man, das ist schon sehr nervig, wenn man halt ständig einfach nur die sowieso schon nicht unbedingt intuitiven scheinbar Rätsel lösen will und dann ständig das hier machen muss stattdessen. Das ist dann schon ein bisschen sehr nervig. Aber noch hier. Ja, auf jeden Fall. Sehr anstrengend. Der Dialekt paralysiert. Donnerwelle. You will never find out. Komm on. Komm zu mir. Yes. Wobei da doch stand, ne? Die, wenn du dich mehrmals versteckst im gleichen. I know. Die Tür ist ja zu, der weiß ja gar nicht, dass ich hier bin. Wie du das sagst. Weil das won't work at all. Der Hund ist wahrscheinlich auch nicht sehr hilfreich. Ich hatte halt jetzt wirklich gedacht, dass er sich mit mir hier drunter versteckt. Ja, weil das, ich schon, das ist schon mal vielleicht passiert. Geht das einfach nicht unter dem Bett, oder? Nee, doch, der ist schon mal mit mir unter das Bett gegangen in dem anderen Zimmer. He just knows. Ist das dumm. Ach, Robin. Ja, ich habe das Gefühl, unser Haunting Ground Experiment neigt sich dem Ende entgegen. Ich würde halt schon gerne noch sehen, was es mit der Story auf sich hat, aber ich finde das hier auch ein bisschen anstrengend. Vielleicht gibt es ja ein paar Haunting Ground Profis, die uns sagen können, was wir übersehen, falls wir was übersehen. Also so an grundlegenden Sachen, wie man Sachen macht. Ich glaube gar nichts grundlegend. Oh, guck mal, die Kamera hat sich verändert. Ja, man weiß ja nie. Aber ich würde... Wow. Sehr gut, Hund. Oh, oh. Jetzt kriegen wir mit der Puppe spielen. Was macht der mit der Schachtel? Jetzt hat er sich wieder am Schritt gerieben. Was ist diese Kamera? Diese Kamera irgendwie verfolgt. Come on! Nein! Wehe! Gott. Okay. Please close the door behind you. Thank you very much. Wie schnell er sagt, die Luft ist rein. Ich glaube, wenn du jetzt rausgekommen wärst, sofort, wäre doch sofort. Mach mal, ich mache einfach die Tür zu. Genau. Ja, jetzt hat er den Hund gehört, oder nicht? Are you fucking kidding me? This is awful. What is this? Das ist ja wirklich scheiße. That's Gabo. What was that? Wow. No. Wieso hat er mich jetzt da drin gefunden? Was soll der Scheiß? Ich hab hier runter. Oh ja, ich kann hier was benutzen. Ja, du würdest wahrscheinlich wirklich da runter sliden können. Oder bist du, glaube ich, wirklich einfach nur im Hof. Oh, ich will nicht mehr rollen. Ja, ist nicht kann so der jetzt mal weggehen? Oh, nee, hier fang ich's, ja. Es ermüdet sich halt auch tatsächlich. Extrem. Also ich weiß, du hast vorhin gesagt, man hat tatsächlich so ein bisschen Panikzustand, aber gerade nicht mehr. Nee, weil also wenn er dann weg gewesen wäre und dann halt für eine Stunde nochmal wiederkommt, ja, aber nicht so. Wir sind hier halt 5 Minuten losgeworden, gefühlt. Ja. This is not great. No. Please take him, Chewie. Finde ich aber lustig, dass das von Capcom kommt. Warum? Die ja dieses Konzept auch in Resident Evil explored haben bereits. Mit Resi 3. Das ist tatsächlich was Dynamisches. Komm, jetzt einfach nochmal. Oh boy. Und? Nee, das hat jetzt nicht geklappt. What? Oh fuck, jetzt habe ich eine Cutscene übersprungen, wo wir es versuchen, aber es nicht klappt. Sorry. Ja, dafür kannst du ja nichts. Mach dir hier keinen Vorwurf holen. Oh. Ja, also ich würde es ehrlich gesagt beenden. Hast keinen Bock mehr? Ich habe keinen Bock mehr. Okay. Ja, kann ich verstehen. Das ist einfach, also da gucke ich mir, glaube ich, lieber mal einen Cutscene-Compilation an. Weil das finde ich interessant, aber das ist gerade sehr I want to decease in real life so. Weil das ist wirklich das allerlangweiligste, was ich hier gemacht habe.
Dann lassen wir uns jetzt noch einmal schnappen hier. Diese wunderschöne Game-Over-Sequenz. Genau, mit der endet jetzt. In der wir Klamotten reißen. Höchstwahrscheinlich endet damit unser Haunting Ground. Komische Fleischgeräusche. Aber hey, wir haben dem nochmal eine Chance gegeben. Und es hat ja einen sehr guten Ersteindruck hinterlassen. Und es macht ja auch ein paar Sachen, die einfach super cool sind. Mhm. Und sieht auch noch echt gut aus. Die Umgebung ist wunderschön. Also das ist halt das größte Problem einfach. Der Typ. Ja, das und dieses... Rätselwelt. Also ich habe das für Gefühl, mich geht für mich ist das stolpern da so. Aber für mich ist das voll Teil dieses Genres. In Silent Hill wirft man halt fucking Orangensaft in irgendeinem. Ich habe halt inzwischen so viele Riesens gespielt, dass es das für mich nicht mehr ist. Und auch Alone in the Dark ist nicht so. Alone in the Dark hat auch richtige Rätsel. Aber die sind auch teilweise echt nicht gut, deswegen soll es jetzt auch nicht das beste Beispiel sein. Ja. Wie sie von alleine Aber wenn es nur das wäre, wäre es nicht so problematisch. Aber wenn du noch das hier dazwischen hast, was ja einfach nur so, okay, jetzt muss ich den erstmal, nerv. Und es nervt ja nur, weil es so oft kommt. Weil wir haben den jetzt einmal runtergeschubst und einmal eingebrochen. Ich beende das hier mit. Ich bin Pause. Okay. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Das hat Spaß gemacht. Trotzdem schon. Okay. Guck mal, hier ist so ein Leerzeichen zwischen P und Aus. Ist das wie bei Disguise? Blessing in Disguise? Pause ist jetzt. Tschüss.